In diesem Film würde ich Ihnen gerne Adobe Color vorstellen. Color ist das eigentlich die Ablösung von Cooler. Ich gehe unter meine Kamera und jetzt würde es meinen Bildschirm aufnehmen. Ich habe hier was vorbereitet und jetzt findet er wieder fünf Farben. Ich kann ihm da noch ein bisschen helfen. Das heißt, ich möchte dieses Blau noch hier. Das Rot, das Gelb, das Orange und das Grün. Jetzt habe ich das, jetzt nehme ich das auf. Sagen wir mal Leuchtfarben und fertig. Und dann ist das in meine Bibliothek gespeichert. Ich kann das da anschauen. Nochmals. Ich könnte auch da noch Korrekturen machen. Die Farben genau anpassen, wie ich das jetzt möchte. Das nochmals abschicken. Duplizieren, fortwerfen. Ich wechsle in mein InDesign und auch dort sollte ich die Farben zur Verfügung haben. Das wird alles über die Creative Cloud abgeglichen. Okay, wir sind hier im InDesign und wie Sie sehen, habe ich meine Leuchtfarben zur Verfügung. Ich kann da jetzt in meine Farbfelder und diese Farben einzeln hinzunehmen oder ich kann sagen als Gruppe und dann kommt das da so rein und ich kann diese Farben verwenden. Das finde ich ist recht schön gemacht. Wenn Sie bei einem Kunden sind oder so, können Sie Farben übernehmen oder mindestens die Eindrücke vom Kunden übernehmen. Adobe Color, coole Sache, unbedingt auch installieren.